Hallo zusammen, ich möchte euch ein Auswahlorakel machen. Ich habe schon sehr lange keins mehr gemacht. Jetzt machen wir wieder mal eins. Ja, ich habe drei Stapel vorbereitet. Du kannst dir das aussuchen, welchen Stapel du möchtest. Wir haben hier eine schwarze Katze, ein Glücksschweinchen und eine weiße Katze. Ihr könnt euch aussuchen, welcher Stapel euch anspricht. Und dann schauen wir, was die Karten sagen. Ich habe die Karten selber noch nicht angeschaut. Ich bin gespannt. Denk daran, auch das ist eine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, sofort ignorieren. Und für persönliche Legung findet ihr alle Infos unter dem Video verlinkt. So, ich sehe, das mit der Kamera funktioniert so nicht. Ihr könnt euch eins aussuchen und ich stelle die Kamera mal ein bisschen höher. So, gut. Wir haben, wie gesagt, eine schwarze Katze, eine weiße Katze und ein Glücksschwein. So. Wir starten mit, wir nehmen zuerst die schwarze Katze. Gut. Wir haben hier die Naturgeister-Orakelkarte, der krönende Abschluss deiner Vision. Das ist sehr gut. Wir haben Vertraue, deine Vision wird abgeschlossen werden. Wir haben die neuen Anfänge und wir haben die Klarheit. Sehr schön, du hast eine Vision, der krönende Abschluss wird kommen. Vertraue darauf, die Neuanfänge liegen bereit für dich und du wirst jetzt noch ein bisschen Klarheit bekommen und das wird dir helfen, dieses Vertrauen zu behalten. Wir haben den Engel des erholsamen Schlafes. Vielleicht hast du diese Klarheit. Siehst du, das ist eine Kugel hier, wo gelb leuchtet. Hier. Und wir haben hier dieser Mond, diese Sonne. Wahrscheinlich der Mond, wenn es um Schlaf geht. Vielleicht bekommst du auch tatsächlich in deinem erholsamen Schlaf diese Klarheit. Also nimm dir Zeit, ruhe dich aus und du wirst die Klarheit bekommen. Okay, wir haben die Eule, du siehst jetzt klarer. Gut, du wirst klar sehen, du wirst diesen grünen Abschluss deiner Vision bekommen. Und wenn du das Gefühl hast, es fehlt dir noch ein bisschen Klarheit, keine Angst, du wirst diese Klarheit noch bekommen. Vertraue, der Neuanfang liegt in den Startlöchern. Gut, wir legen Tarotkarten dazu und schauen für die schwarze Katze. Der krönende Abschluss, ja, emotionale Fülle, übersprudelnde Gefühle, es liegt bereit für dich. Das, was du dir wünschst, das, was dein Herz ja, zum Übersprudeln bringt, wird kommen. Die Enttäuschungen werden gehen. Ja, die Enttäuschung. Es muss nicht über zwischenmenschliche Beziehungen sein. Es ist einfach die Enttäuschung, dass etwas nicht funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Du wirst diese alten Anhaftungen, diese alten Verbindungen loslassen. Und es werden sich wirklich viele Optionen öffnen, viele Möglichkeiten öffnen. Oder es kann sein, dass es noch diese Verwirrung ist, wo du die Klarheit suchst, aber das wird sich wirklich aufklären. Du wirst Möglichkeiten bekommen, deine Vision wird sich abschließen und du wirst klar sehen. Du wirst rausgehen aus dieser Abgeschlagenheit, indem du wirklich mit dem Engel des erholsamen Schlafes ja, aus dieser ja, Abgeschlagenheit hinausgehst. Und dann scheint die Sonne und es geht vorwärts. Wir haben hier einen Herrscher. Mal schauen, ob du das bist, wo fest im Thron sitzt, bereit für den Neuanfang. Oder ob es eine Person gegenüber ist. Es kann sein, dass es, wenn es beim Job ist, zum Beispiel ein Chef ist, irgendeine männliche Figur oder eine Cheffigur kann auch eine Frau sein, wo jetzt im Moment noch in einer Abwehrhaltung ist. Das kann auch für eine Situation stehen, aber es wird auf dich zukommen und es wird stabil auf dich zukommen und es wird wachsen können. Dieser Neuanfang liegt da, wenn es mit einer anderen Person, einer anderen, ja, mit einer Situation zu tun hat, wo es im Moment noch das Gefühl war, dass es stagniert, dass eine Abwehrhaltung da ist. Es wird trotzdem nach vorne gehen in einer sehr schönen Energie. Du musst keine Angst haben davor. Es wird kommen. Du sollst nicht überreagieren. Du darfst abwarten. Hier mal die positive Komfortzone. Bleib einen Schritt zurück. Schau alles von oben an. Und es wird an dich herangetragen. Bleib in deiner emotionalen, positiven Energie.
Wenn du dir diese emotionale Fülle wünschst, du hast hier den Kelch verschlossen, öffne dich für jede Möglichkeit und auch für die Idee, dass es dieser krönende Abschluss deiner Vision geben kann. Und gehe wirklich ins Vertrauen und lass es passieren. So. Genau. Lass alles hinter dir, was dir wehgetan hat. Lass das hinter dir, was dich noch mit der Vergangenheit verkettet hat. Lass es los und gehe nach vorne. Und dann steht steht deinem krönenden Abschluss, deiner Vision nichts mehr im Wege. Gut, ja. Wenn es stagniert im Moment, keine Sorge, die Mäßigkeit liegt drauf. Es wird in Heilung gehen, es wird gemäßigt werden, hier auch die Sonne im Hintergrund. Die Sonne wird scheinen, es wird hell sein und der Neuanfang kommt. So, wir schauen ganz kurz mit anderen Tarotkarten auf die einzelnen Orakelkarten. Wir schauen auf deinen krönenden Abschluss. Ja, es wird etwas sein, was dir auf Augenhöhe begegnen wird, was respektvoll ist und was ja tatsächlich für dich gemacht ist, sagen wir es so. Es kann der Job sein, König der Münzen, es kann etwas Materielles sein oder es ist eine Person, die auf dich zukommt, die sehr geerdet ist und stabil ist. Oder du wirst das werden. Weil du bist für den Hierophant wirklich bei dir, hast die männliche Facette in dir gefestigt, deswegen wahrscheinlich auch der Herrscher. Du hast Sonne und Mond vereint, du bist wirklich bei dir und dieser krönende Abschluss wird sein, dass du das spürst und dass du wirklich im Hohepriester-Modus bist und wirklich ja, mit dir verbindlich bist und mit dir vereint bist. Gut, wir schauen auf das Vertrauen. Die Hohe Priesterin, vertraue dir. Es kann natürlich nicht zweimal der Hohe Priester fallen, aber die Hohe Priesterin, der Hohe Priester, weibliche, männliche Energie vereint, hell und dunkel vereint, du in deiner Intuition, vertraue einfach. Es kann nichts passieren und alles ist gut, so wie es ist. Dann die Neuanfänge. Du wirst feurig nach vorne gehen. Du bist bereit, nach vorne zu gehen, durch dieses Tor zu gehen, feurig, inspiriert. Du hast viel schon hinter dir gelassen, vielleicht noch nicht alles, aber dieser Neuanfang macht dich wirklich zum Magier und du wirst dann zaubern können, wenn dieser Neuanfang da ist. Wir schauen über die Klarheit. Klarheit wird dann kommen, wenn dir diese emotionale Fülle bewusst wird. Ich glaube, du musst dir noch Gedanken machen, was für dich diese emotionale Fülle bedeutet. Und sobald das kommt, sobald diese Klarheit darüber kommt, wird es auf dich zukommen. Wir schauen auf den erholsamen Schlaf. Lasse den Tag hinter dir, ich wiege dich in den Schlaf. Auch da geht es wieder um das Vertrauen. Lass es einfach geschehen, komm zur Ruhe, hör auf zu kämpfen. Sei nicht immer noch die Königin der Schwerter, die manchmal übereifrig hier mit dem Schwert aus Angst reagiert, sondern geh in die Ruhe, du musst nicht mehr kämpfen, du musst nichts mehr machen und es kommt auf dich zu. Das Stabile, Solide. Und das ist gut. Eule, du siehst jetzt klar. Also wenn du erholsam geschlafen hast, wirst du klar sehen. Aber wir schauen schnell. Ja, die Wunscherfüllung und der Sieg. Und ich glaube, es geht tatsächlich darum, werde dir nochmal bewusst, klar darüber, was du wirklich möchtest, was deine Wunscherfüllung ist und dann wirst du siegen. Und das ist gut. So, wir schauen noch mit Lennemann den Abschluss. Ja, die Würfel sind gefallen, deine Vision, wenn sie gefestigt ist, wenn du dir klar bist, wird funktionieren. Du wirst mit dem Schiff über alle Hindernisse fliegen und sicher und geborgen bei dir sein und diese Sonne wird strahlen. Und ich glaube, diese Sonne, es ist diese Klarheit. Wenn du sicher und stabil bist, wenn du auf der einen Seite die Sonne scheinen lässt und auf der anderen Seite auch das, was im Verborgenen ist, einfach noch im Verborgenen lässt und man kann nicht alles wissen. Aber wenn du dir selber klar bist über das, was du möchtest, dann erschaffst du den Raum, dass das in dein Leben kommen kann. Gut, wir nehmen den nächsten Stapel.
Und zwar muss ich schnell aufräumen. War das das Glücksschwein? Wir nehmen das Glücksschweinchen. Ja. Gut, wir haben klares Bestreben. Es geht viel um Klarheit. Werde dir bewusst, was dein klares Bestreben ist. Vielleicht geht es um Reichtum und Fülle. Vielleicht geht es darum, ob du eine Wiedervereinigung haben möchtest, aber nichts. Nichtsdestotrotz, es geht auch darum, einfach mutig zu sein und sein klares Bestreben auf den Boden zu bringen. Und ich glaube, für den Stapel mit dem Glücksschwein geht es viel darum, sich bewusst zu werden, was man möchte. Und manchmal braucht das ein bisschen Mut. Wir haben den Engel der Wünsche. Ein Herzenswunsch geht sehr bald für dich in Erfüllung. Und das ist sehr schön. Und wir haben das Rehgehe, behutsam zu Werke. Und wenn du ein klares Bestreben hast, wirst du automatisch behutsam sein. Sei behutsam mit dir, sei behutsam mit deinen Wünschen, damit das in deinem Leben Platz finden kann. Gut, wir schauen mit Tarotkarten für den Stapel Glücksschwein. So. Ja, und ich glaube, dein klares Bestreben ist wirklich diese Sicherheit und Stabilität. Das ist dieser Reichtum. Es muss nicht der finanzielle Reichtum sein, es kann auch der innere Reichtum sein, aber vielleicht geht es tatsächlich um finanzielle Themen. Wir schauen weiter. Wir haben hier die Wunscherfüllung, den Stern. Ich glaube, für Stapel 2 geht es sehr viel um die Herzenswünsche, dass man da nochmal das klare Bestreben verfestigt, damit es dann wirklich eingebracht werden kann, als Ast der Münzen, als Geschenk vom Universum. Und das ist gut. So. Auch bei dir, so wie bei Stapel Nummer 1, es gibt noch diese Anhaftung aus der Vergangenheit, ein paar Ketten, die dich vielleicht zurückhalten, aber es gibt auch einen Aha-Moment, einen Aufweckruf, der dich da wachrüttelt. Und wir haben den Stern, ein großes Arkana, den Teufel, Judgment, das Gericht. Ich glaube, die, wo Stapel Glücksschwein ausgewählt haben, wissen, dass es Momente im Leben gibt, die nicht so einfach sind, wo einem Sorgen bereiten und manchmal einfach Entscheidungen anliegen. Und manchmal braucht es leider einen Aha-Moment, damit noch einmal klar wird, was sind die Anhaftungen aus der Vergangenheit, woran darf man noch mal arbeiten, dass dann wirklich die Stabilität und Sicherheit kommt. Und das braucht natürlich ab und zu ein bisschen Mut. Aber du bist der Magier, du wirst der Magier werden aus dieser Situation heraus. Du wirst alles auf dem Tisch haben, um zaubern zu können, unabhängig und stark. Und ich glaube, das ist sehr ein Mehrwert, sagen wir das so. Wir schauen mit anderen Orakelkarten auf die einzelnen. Nein, wir schauen mit anderen Tarotkarten auf die einzelnen Orakelkarten. Wir schauen auf das klare Bestreben. Du bist dir noch nicht ganz sicher, was du möchtest. Der Page der Münzen, es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung du gehen möchtest, kannst, willst. Und du hast noch diese inneren Konflikte. Und das ist wichtig, beiseite zu legen. Werde dir klar, was du möchtest. Und wenn du dir noch nicht ganz darüber im Klaren bist, arbeite daran. Vielleicht kannst du das auch aufschreiben. Hier ist ein Buch. Überlege, was du willst. Und bringe dieses klare Bestreben hier auf die Erde. Weil dann siehst du, sie arbeitet in dieser einen Münze, kann dir diese eine Münze gebracht werden. Und das ist sehr schön zu sehen. Es ist immer ein Zusammenspiel. Wir müssen etwas tun oder dürfen etwas tun und dann wird uns etwas gebracht. Und wir sollten nicht in die Abwehrhaltung gehen, in diese inneren Konflikte gehen, sondern wirklich das aufschreiben, manifestieren mit dem Magier, was wir möchten. Und damit senden wir ein klares Bestreben aus und dieses klare Bestreben kann dann in die richtige Richtung gelenkt werden. Gut, wir lassen das so. Wir schauen auf diesen Reichtum.
Ja, ich glaube, wir haben hier einen Ritter der Kelche und eine Königin der Stäbe. Wasser, Feuer. Ich glaube, du bist in einer Situation, wo du dir diesen Reichtum wünschst, aber es kommt noch nicht wirklich zu dir. Vielleicht machst du das mit deinem Feuer manchmal kaputt. Vielleicht bist du zu feurig, zu enthusiastisch und schreckst somit manchmal vielleicht eine andere Person ab, wo dir etwas bringen möchte. Aber geh mal in die beobachtende Position, beobachte dich, wie du bist, wie du mit anderen reagierst, ob vielleicht dein Feuer manchmal ein bisschen Wasser löscht oder zum Dampf bringt. Und vielleicht ist es eben nicht der Reichtum finanziell, sondern dieser emotionale Reichtum, wo du im Moment noch nicht zulassen kannst, weil du zu feurig bist. Aber gut, wir schauen auf diese Wiedervereinigung. Wenn es eine Situation gibt, es kann Job, Familie oder partnerschaftlich sein, wo es um eine Wiedervereinigung geht, in diese Situation möchte Gerechtigkeit kommen. Was immer Gerechtigkeit bedeutet, aber es wird daran gearbeitet, du arbeitest darin und daran und das Rad des Schicksals dreht sich. Es geht vorwärts in dieser Situation, wenn es um eine Wiedervereinigung geht. Und wenn du rauskommst, eben aus dieser Feurigkeit, aus diesem Übereifrigen und wieder reingehst in die Emotionalität, dann kann diese Situation mit der Mäßigkeit ausbalanciert werden und geheilt werden. Ich lasse das so stehen. Wir schauen, was Mut erfordert. Ja, es erfordert Mut. Es hört sich jetzt komisch an. Du machst dir sehr viele Gedanken, hast vielleicht schlaflose Nächte, aber es erfordert halt nun mal leider Mut, als Herrscherin aufzutreten, als erwachsene, reife Person aufzutreten und ja, auch zu akzeptieren, dass manche Dinge einfach stagnieren. Aber wenn es in der Stagnation ist, von 7 zu 8 selber daran zu arbeiten und diese Erwachsensein, Selbstverantwortung übernehmen, dass man selber auch etwas bringen sollte, an etwas arbeiten sollte, damit die Sonne scheinen, strahlen kann. Und ich glaube, das erfordert manchmal ein bisschen Mut, selber in die Aktion zu kommen, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen und Dinge bewusst auf den Boden zu bringen mit dem klaren Bestreben. Engel der Wünsche, wir schauen auf den Engel. Ein Herzenswunsch geht sehr bald in Erfüllung für dich. Und du wirst die Auswahl haben. Die 7 der Kelche, viele Möglichkeiten, die Auswahl. Und von 7 zu 8, wenn du die Auswahl hast, wirst du wissen, von was du weggehst, was du möchtest, was du in deinem Leben behalten möchtest und was dein Herzenswunsch wirklich ist. Und das Ass der Kelche. Du wirst vielleicht verschiedene Dinge geboten bekommen. Du wirst wissen, von was du weggehst, um zum Ass der Kelche zu kommen. Und das ist dieser Mut, den es braucht, und das ist dieses klare Bestreben, das du brauchst, damit du hier zu dieser emotionalen Fülle kommen kannst. Wir haben das Reh. Gehe behutsam zu Werke. Ja, du hast einen scharfen Verstand, du hast das Ass der Schwerter. Du weißt, wann du behutsam sein sollst und wann nicht. Und nochmal, 10 der Münzen, die Stabilität liegt bereit für dich. Gehe behutsam um, gehe behutsam zu Werke. Mach mit deinem Feuer nicht das Wasser kaputt, weil du sehnst dich nach dieser emotionalen Fülle und das soll Platz haben und Raum haben. Deswegen kein Feuer, Feuer und Wasser verträgt sich nicht. So, wir schauen mit Lennemann für die Glücksschweine, was hier die Botschaft noch ist. Ja, sei erwachsen, sei reif, sei die Herrscherin, sei der Bär. Sei sicher und stabil bei dir in deinem Zuhause, dann kannst du die Tür öffnen und das Glück reinlassen. Sei mutig, du darfst mutig sein und egal in welcher Situation, hier hätten wir diese Wiedervereinigung, wenn es in der Liebe ist. Du kannst Brücken bauen, wenn du das möchtest, mit deiner behutsamen Art, mit deinen Erkenntnissen, um dann wirklich diese Hindernisse zu überwinden. Hier ist noch ein Hindernis drin, aber es wird abgelöst von Geschenken und das ist gut so. Und es kann in beide Richtungen gehen. Wie gesagt, jeder hat immer die freie Wahl. Wenn irgendwo ein Hindernis ist, ist es deine freie Entscheidung. Siehst du das als Geschenk und gehst nach vorne oder schließt du es ab und machst den Deckel zu. So.
Noch eine zum Abschluss. Ja, vielleicht bekommst du eine Nachricht oder vielleicht geht es darum, dass du eine Nachricht schreibst. Es kann sein, dass hier wirklich eine Entschuldigung oder ein Aufeinanderzukommen stattfindet. Hier auch mit dieser Wiedervereinigungskarte. Aber auch hier, es liegt in deinem Ermessen, ob du das möchtest oder nicht, wie weit du da das zulassen möchtest oder nicht. Aber sei mutig und reagiere aus Mut, nicht aus Angst und lasse alles das zu, was dir die emotionale Fülle bringen möchte. Und besinne dich immer wieder auf deine Klarheit, auf dein klares Bestreben, was du wirklich möchtest. Und dann wird dir es leicht fallen zu sehen, was dein Herzenswunsch ist und es auch zuzulassen, dass dieser Herzenswunsch in Erfüllung geht. So, wir kommen zum letzten Stapel. Die weiße Katze. Und wir schauen, was hier die Botschaft ist. Neue Erfahrungen und Möglichkeiten. Diese bieten sich dir jetzt. Die Stärke, die finanzielle Gesundheit und das Talent. Das fühlt sich für mich sehr nach Arbeit an. Also nicht nach Arbeit, sondern ein Thema in der Arbeit. Wir haben den Engel der Umarmung. Mit meiner Umarmung wird es dir gleich besser gehen. Die Bestätigung, dass es gut ist, so wie es ist und dass du keine Angst haben brauchst. Und die Katze. Katze, Katze. Beanspruche deine Unabhängigkeit. Mit deiner Unabhängigkeit kommen dann diese neuen Erfahrungen und Möglichkeiten. Mit dieser Unabhängigkeit kommt die Stärke. Das sind keine Katzen, sondern wahrscheinlich Löwen, aber egal. Und mit deiner Unabhängigkeit ist vielleicht auch wirklich gemeint, dass du in deine finanzielle Unabhängigkeit kommen wirst. Gut, wir schauen mit Tarotkarten für die weiße Katze. Weiß auf weißem Hintergrund. Schwierig, aber egal. Gut, für die weiße Katze. Ja, es geht schon um finanzielle Themen, du als Königin der Münzen. Wir schauen mal, ob das positiv oder negativ ist. Ich denke, bei den Finanzen gab es einen Aha-Moment, einen Aufweckruf. Da war etwas, wo vielleicht hast du ein Angebot bekommen, was sich nicht so herausgestellt hat, wie du gedacht hast. Aber trotzdem, du bist in deiner Stärke und eigentlich auch in deiner finanziellen Gesundheit, das handeln zu können. Und ich glaube wirklich, du sollst jetzt unabhängig werden, damit du siegen kannst. Geh in die Unabhängigkeit, du bist nicht abhängig von jemand anderem. Das ist manchmal finanziell vielleicht ein bisschen schwierig, aber hier wirklich der Hinweis, geh in deine Unabhängigkeit, was immer das bedeutet. Ich bin kein Finanzberater, nichts. Ihr deutet das so, wie es auf eure Situation passt. Wenn es nicht passt, dann ist es nicht deine Botschaft. Wir haben hier einen König der Kelche. Zur Ruhe kommen mit den vier der Schwertern und die Lernaufgabe. Vielleicht hat es mit einem anderen Menschen zu tun und du sollst diese Situation jetzt ruhen lassen, daraus lernen und in deine Unabhängigkeit kommen. Sei verbindlich mit dir, wenn es um Verträge geht, war es da wirklich eine Lernaufgabe. Vielleicht hat es sich gut angehört, aber war nicht stabil. Aber da wird etwas auf dich zukommen, wo es sich stabil entwickelt, wo wirklich nach vorne geht. So, wenn es nicht um Finanzen geht, dann war es ein anderer Mensch, der auf dich zugekommen ist, wo eine Lernaufgabe für dich drin gesteckt hat, verbindlich mit dir zu sein und zu schauen, wo ist Entwicklungspotenzial in einer Verbindung, in dir und ja, das als Lernaufgabe anzunehmen. So, jetzt konzentriere ich mich und wir nehmen noch andere dazu. Wir haben den König der Schwerter und die Entscheidung. Und ich glaube, wir haben hier einen König der Kelche, einen König der Schwerter und die Entscheidung. Auch hier, es liegt bei dir, wie du dich entscheidest. Gehst du in den rationalen Teil oder gehst du in den emotionalen Teil? Und ich glaube, das ist ein Stück von dieser Entscheidung, wie du in welcher Situation wie reagierst. Und du kannst das. Du kannst das, weil du sollst jetzt deine Unabhängigkeit beanspruchen und du hast die Stärke und es gibt neue Erfahrungen und Möglichkeiten für dich und es ist auf jeden Fall so, dass du nicht in eine komische
Dreierbeziehung kommen sollst, auch in dir vielleicht, dass du denkst, okay, du weißt nicht, wie du reagieren sollst, sei authentisch, sei integer und es tun sich neue Erfahrungen und Möglichkeiten auf. So. Ja. Schließe das alles ab, was in der Vergangenheit war und springe mutig nach vorne. Wir lassen das jetzt einmal so stehen und schauen noch auf die einzelnen Orakelkarten. Für alle die, wo nicht im Job oder Finanzen gucken, das war jetzt nämlich sehr lastig auf Geld und auf Arbeit. Wir schauen die neuen Erfahrungen und Möglichkeiten. Ja, okay. Nochmal die Königin der Münzen. Es kommen neue Erfahrungen und Möglichkeiten auf dich zu und sie werden stabil sein und sie werden dich in Balance bringen, in die finanzielle Stabilität oder auch einfach so in Balance. Und es ist die Wunscherfüllung. Und diese neue Erfahrungen und Möglichkeiten werden dir eine Wunscherfüllung bringen. Wir schauen auf deine Stärke. Ja, deine Stärke ist wirklich, dass du, wir haben jetzt einen König der Kelche, einen König der Schwerter und einen König der Stäbe. Deine Stärke ist, dass du in dem Moment, wo es notwendig ist, feurig nach vorne gehen kann, da wo es notwendig ist, emotional bist oder mit dem Verstand arbeitest. Und du weißt, wo du zurückhaltend sein sollst und wo du ein schönes Angebot annehmen kannst oder auch geben kannst. Und das ist wirklich deine Stärke. Du bist kreativ, du hast eine gute Kreativität, Inspiration und du weißt, wie man nach vorne gehen kann. Und deine Stärke ist vielleicht auch eine andere Person in deinem Rücken, wo dich stärkt und dich immer wieder unterstützt. Und es sind sehr viele Menschen hier, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt das zuordnen auf die Person, wo es passt. Wir haben noch eine Königin der Stäbe und ein Ass der Schwerter. Bei deiner Stärke liegst du oder ein Gegenüber oder deine männlichen und weiblichen Aspekte. Und du hast sehr viel Klarheit. Du bist feurig, du hast Inspiration, du bist kreativ, du kannst nach vorne gehen und bist bereit, Dinge auf den Boden zu bringen. Und du hast die Klarheit und den Verstand dazu. Das ist deine Stärke. Und deswegen weißt du auch durch diesen klaren Verstand, wann es gut ist, sich zurückzuhalten und wann es gut ist, nach vorne zu gehen. Und das ist einfach die Bestätigung. Vertraue dir und deiner Stärke und du wirst jede Situation regeln können. Finanzielle Gesundheit. Bei der finanziellen Gesundheit ist wirklich, wenn es finanziell ungesund war, wird ein neuer Abschnitt angefangen. Die Vergangenheit wird sich komplett auflösen und man wird mutig nach vorne springen können. Und das ist gut, es ist positiv. Wir schauen auf dein Talent. Du hast Stärke und Talent. Gut. Und ich glaube, das ist jetzt die Erklärung. Bei deinen Talenten liegst du als König der Münzen. Bei den neuen Erfahrungen die Königin der Münzen. Es kann natürlich nicht die gleiche Karte nochmal fallen. Und dein Talent der Magier. Du hast alle Elemente. Deswegen liegt hier so viele Personen. Das bist alles du. Du hast den Verstand mit den Schwertern, du hast die Emotionen mit den Kelchen, du hast die Stäbe mit dieser Feurigkeit und du hast die Münzen mit der Stabilität. Und das ist dein Talent. Du kannst alles auf den Boden bringen, was du möchtest. Das Einzige, was dich zurückhält, ist die Angst davor, dass es sich nicht genug stabil anfühlt. Aber das ist nicht so. Es wird stabil sein und du musst dir keine Sorgen machen, wirklich diese inneren Konflikte, ob es vielleicht finanziell reicht oder wenn es nicht finanziell ist, ob es einfach genug ist. Da hast du innere Konflikte, aber dein Talent soll dir sagen, mach dir keine Sorgen. Es steckt in sehr vielen Dingen ein Entwicklungspotenzial. Wir haben hier Pagenenergie, viel, das heißt, es ist noch am Anfang, aber vom Pagen kann es sich zum Ritter entwickeln, mach dir keine Sorgen. Lass diese Gedanken ziehen und deswegen kommen wir hier zum Engel der Umarmung. Lass die Gedanken ziehen, weil du hast mit dem Engel der Umarmung, mit meiner Umarmung wird es dir gleich besser gehen. Schau dir alles von oben an und beobachte. So, ja, beobachte, weil es kommt der Moment, wo du merkst, okay, jetzt gehst du nach vorne. Der Turm, ein Umbruch. Nicht negativ, es muss nichts zusammenbrechen, es kann einfach ein Umbruch sein und du weißt, wie du zu handeln hast als Magier.
Wir schauen auf die Katze. Beanspruche deine Unabhängigkeit. Du hast hier mit 7 der Kelche entweder die Verwirrung auf deiner Seite oder die verschiedenen Möglichkeiten. Und ich glaube, es geht darum, dass du verschiedene Möglichkeiten hast. Und hier beanspruche deine Unabhängigkeit. Du bist die Hohepriesterin, hast Sonnen- und Schattenseiten vereint. Du hast eine gute Intuition. Du weißt, was du im Leben möchtest oder hast tragende Partnerschaften, die dich unterstützen. Du hast viel Stabilität und Sicherheit. Und jetzt geht es darum, einen Schritt rauszugehen und in die Unabhängigkeit zu gehen, was nicht heißt, dass du allein sein sollst, sondern in die Unabhängigkeit und wieder ein bisschen mit dem König der Schwerter in diese Energie zu kommen, Dinge einfach zu machen. Der König der Schwerter ist meiner Meinung nach sehr unabhängig. Und das wird dir die Last nehmen und dich zum Sieg führen. Geh in diese Unabhängigkeit und Stärke, in diese Klarheit mit dem Ast der Schwerter, wo wir hier in der Stärke hatten. Und benutze diese Klarheit, um die Dinge jetzt wirklich zu ordnen und nach vorne zu bringen. So, wir nehmen noch Lennemann. Für der Hund, für die Katze. Sei verbindlich mit dir und diese tragenden Beziehungen, wo du im Leben hast, weil hier ist ein Mann gefallen. Du kannst dich darauf verlassen. Und es kommen vielleicht schnelle Nachrichten auf dich zu. Und du wirst auch hier sehen, ist es einfach nur eine schnelle Nachricht ohne, ohne Bestand. Dann wirst du das Kapitel schließen. Du willst wirklich etwas Stabiles haben, etwas Solides haben und du wirst die Stärke haben, das abzuschließen, was nicht gut ist und nur noch das in dein Leben zu lassen, wo du ernten kannst. Und mit dieser Entscheidung, mit diesen Erfahrungen und Möglichkeiten, die du schon gesammelt hast, weißt du jetzt, wie du die neuen Erfahrungen und Möglichkeiten in deinem Leben handeln wirst. Es steht alles unter einem guten Stern. Du wirst ernten können. Du wirst aber auch alles genau anschauen, unter die Lupe nehmen und genau wissen, was ist richtig und was ist falsch. Was ist falsch für eine Schlange und was fühlt sich gut an. Und das werden dann wirklich die neuen Erfahrungen und Möglichkeiten sein. Ein Neuanfang, das ist gut und du wirst in diesem Neuanfang deine Weisheit, deine Talente ausleben können und es wird finanziell gesund sein. Und wenn es nicht um Finanzen geht, sondern in partnerschaftlichen Dingen, zwischenmenschlichen Dingen, wird es auch gut sein. Keine Angst, es kann sein, dass es einen kleinen Umbruch gibt, aber du darfst immer alles von oben anschauen und du wirst sehen, es ist nicht so schlimm, wie es sich anfühlt, anhört und du bist getragen und beschützt, deswegen hier der Engel der Umarmung. So, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.